Im Umgang mit Kryptowährungen ist wie auch bei unserem Fiat-Geld stets Vorsicht geboten, damit Betrüger, aber auch technische Probleme nicht zu Verlusten führen. Gleichzeitig liest man im Internet ständig von Menschen, die ihre Bitcoins verloren haben und nun keine Möglichkeit mehr haben, diese zurückzuerhalten. Auch ich habe bereits in einigen Videos erwähnt, dass ich meine Kryptowährungen mittels Hardware-Wallet schütze. Und daher möchte ich dir im heutigen Video erklären, warum die Aussage mit den verlorenen Bitcoins nicht ganz korrekt ist und auch, wie ich meine Kryptowährungen schütze. Wenn du genauso ein Nerd wie ich bist und dich das interessiert, dann bleib dran. Hi, ich bin Mick und auf diesem Kanal geht es um private Finanzen und heute mal wieder um das Thema Kryptowährungen. Bevor ich dir die unterschiedlichen Wallets mit ihren Vor- und Nachteilen darstelle, möchte ich zunächst darauf eingehen, was überhaupt ein Wallet ist. Zunächst einmal habe ich im Intro erwähnt, dass wir im Internet häufig lesen, dass Menschen ihre Bitcoins verloren haben. Das ist technisch gesehen nicht korrekt, da die Kryptowährungen ja auf der Blockchain gespeichert werden und nicht irgendwo auf deinem Rechner oder Smartphone. Aber was ist denn dann ein Wallet? Ein Wallet ist eine digitale Brieftasche, nur dass du hier nicht wie bei einer physischen Brieftasche Euroscheine reinsteckst, sondern hier Keys und Adressen zu Kryptowährungen abgelegt werden. Das heißt konkret, dass zum Beispiel ein Bitcoin-Wallet eine Computersoftware sein kann, die privaten Keys zu den Bitcoins des Wallet-Inhabers verwaltet. Somit ist derjenige, der die Kontrolle über die Private Keys hat, auch derjenige, der die Coins kontrolliert. Das kannst du dir wie ein Schließfach bei der Bank vorstellen. Du hast einen wertvollen Gegenstand im Fach und musst ihn nicht immer mit dir herumtragen. Doch Zugriff auf das Fach hat ausschließlich diejenige Person, die den Schlüssel zum Fach hat. Somit stellt ein Wallet eine wichtige Grundlage für die Nutzung von Kryptowährungen dar. Anders gesagt, ist das Wallet deine Schnittstelle zum Protokoll der Kryptowährungen, mit dem du neue Adressen generieren kannst, deinen Kontostand prüfen kannst und ausgehende Transaktionen validieren kannst. Grundsätzlich werden heutzutage alle Keys, die in einem Wallet gespeichert werden, von einem sogenannten Master Key abgeleitet. Dieser Master Key wird auch als Seed bezeichnet und hat den Vorteil, dass bei Verlust des Wallets mittels Seed alle Schlüssel wiederhergestellt werden können. Wenn dich dazu mehr interessiert, dann such mal nach HD Wallets. Kommen wir nun zu den unterschiedlichen Arten von Wallets. Zum einen gibt es ein Hot Wallet auf den Exchanges und Handelsplattformen. Hierbei handelt es sich um die einfachste Art, Kryptowährungen zu speichern, nämlich direkt dort, wo du sie gekauft hast. Der Vorteil dabei ist es, dass du nichts weiter tun musst. Du musst also keine Coins übertragen, wenn du sie verkaufen möchtest. Die Abwicklung ist schnell und kostengünstig. Und je nach Anbieter kannst du auf hohe Sicherheitsstandards für die Verwahrung vertrauen. Zu den Nachteilen zählt jedoch, dass du eigentlich nicht wirklich Eigentümer der Kryptowährung bist, da du selbst die Kontrolle über die Private Keys nicht hast, sondern eine dritte Partei, in diesem Fall die Exchange. Auch musst du darauf vertrauen, dass die Sicherheitsstandards eingehalten werden, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Du baust dir einen Single Point of Failure, da wenn eine Exchange ausfällt, vermutlich auch erstmal dein Zugriff auf dein Wallet ausfallen wird. Dies wird so lange andauern, bis die anderen Systeme wieder am Laufen sind. Auch könnte die Bequemlichkeit dich dazu veranlassen, dass du dir keine Gedanken mehr über die Sicherheit der Verwahrung machst. Insgesamt verwende ich diese Variante für Beträge bis ca. 5000 Euro. Da ich so immer genug Liquidität auf den Exchanges habe, um schnell zu handeln. Wenn für dich eh nur der Buy-and-Hold-Ansatz in Frage kommt, kannst du natürlich auch jede gekaufte Tranche direkt auf ein anderes Wallet übertragen. Kommen wir nun zu den Software-Wallets. Diese können als Desktop-, Mobile- oder Online-Wallet auftreten. Hierbei werden deine Keys in einem File gespeichert und diese Datei nochmal verschlüsselt. Um also auf die Private Keys zuzugreifen, musst du nochmal ein zusätzliches Passwort eingeben. Zu den Vorteilen zählt hier definitiv, dass du selbst die Kontrolle über deine Private Keys hast. Je nach Software ist das Wallet auch schnell eingerichtet und bietet dir eine hohe Benutzerfreundlichkeit mit einem übersichtlichen Dashboard. Wenn du eine Open Source Software verwendest, kannst du auch von einer hohen Verschlüsselungssicherheit ausgehen, die nicht so einfach zu knacken ist. Kommen wir aber nun noch zu den Nachteilen. Bei Verlust des Computers oder des mobilen Endgerätes, auf dem du die Datei gespeichert hast, könntest du ebenfalls den Zugriff auf deine Coins verlieren. Auch besteht die Gefahr, dass dieses Gerät geklaut und gehackt wird. Wenn du hingegen die Datei auf einen Online-Speicher ablegst, ist ebenfalls die Gefahr da, dass Hacker sich Zugriff verschaffen könnten. Insgesamt nutze ich diese Variante nicht, da sie im Vergleich zu Hardware-Wallets meiner Meinung nach unsicherer ist.
Dafür sind Software-Wallets jedoch in der Regel kostengünstiger oder sogar kostenlos, weshalb insbesondere bei kleineren Beträgen diese Variante eine gute Option darstellen kann. Im Vergleich zu Hot-Wallets der Exchanges hast du hier zumindest selbst die Hoheit über deine Private Keys. Kommen wir nun zu den Hardware-Wallets. Die Private Keys werden auf einem kryptografisch gesicherten Hardwaregerät gespeichert und können nicht in Klartext ausgelesen werden. Daher sind Hackerangriffe selbst mit einem virusbefallenen Computer fast unmöglich. Wichtig ist hierbei jedoch, dass das Hardware-Wallet immer direkt beim Hersteller gekauft wird und nicht indirekt via Zwischenhändler. Nur so kannst du ausschließen, dass das Wallet manipuliert wurde. Zu den Vorteilen von Hardware-Wallets gehört definitiv der hohe Sicherheitsstandard. Je nach Hersteller kommt das Wallet mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Du verwaltest selbst die Private Keys. Aber wenn das Gerät defekt ist, auch dafür bieten die Hersteller einfache Lösungen an, um schnell und sicher eine Wiederherstellung von Beständen zu ermöglichen. Aber Achtung, diese Backups musst du auch regelmäßig selbst durchführen. Zu den Nachteilen zählt definitiv, dass die Hardware-Wallets kostenpflichtig sind. Gute Varianten kosten zwischen 60 und 120 Euro. Gebrauchte Hardware kannst du in diesem Bereich übrigens vergessen, da du dir somit ein Sicherheitsrisiko einbauen würdest. Wenn du noch nie zuvor mit einer Hardware-Wallet gearbeitet hast, kann es beim ersten Gebrauch etwas kompliziert wirken. Wenn du das Gerät verlieren solltest, könnte es sein, dass du erst auf ein neues, gleiches Gerät warten musst, bevor du eine Wiederherstellung durchführen kannst. Ich verwende ein Hardware-Wallet von Shift Crypto namens Bitbox 02. Da hierbei im Vergleich zum Leisure auf eine Open-Source-Software gesetzt wird und mir die Oberfläche besser gefällt. Letztlich ist meiner Meinung nach ein Hardware-Wallet insbesondere für die langfristige Verwahrung gut geeignet. Wenn du mal eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung sehen möchtest, dann schreib es mir gern unten in die Kommentare. Die letzte Variante, die ich dir heute vorstellen möchte, sind Paper-Wallets. Ein Paper-Wallet ist ein Stück Papier, auf dem du beispielsweise die Seed-Phrase notierst. Mit dieser Seed können alle Keys, wie bereits erwähnt, wiederhergestellt werden. Als Wallet für den täglichen Gebrauch ist sie ungeeignet, jedoch als Backup für alle zuvor erwähnten Varianten eine gute Ergänzung. Um so ein Paper Wallet zu generieren, musst du auf bitaddress.org gehen, eine ZIP-Datei herunterladen und mittels Tool die entsprechenden Keys generieren. Oder du schreibst einfach die Seeds der zuvor genannten Varianten auf. Zu den Vorteilen gehört definitiv die hohe Sicherheit, wenn die Generierung der Keys offline durchgeführt wurde. Die Aufbewahrung eines Stück Papiers ist sehr einfach. Es stellt einen ultimativen Wiederherstellungsschlüssel für deine Wallets dar. Zu den Nachteilen gehört die Komplexität der Erstellung. Transaktionen erfordern eine zusätzliche Wallet-Applikation und diese Variante ist fehleranfällig. Auch solltest du das Paper Wallet gut und sicher verwahren, da du mit diesem Key zwar ein ultimatives Backup hast, aber gleichzeitig Fremde auch deine anderen Sicherheiten damit komplett aushebeln könnten. Kommen wir nun noch zum Fazit. Ob Wallets sicher sind, hängt von ihrer Art ab. Während Hot Wallets auf den Exchanges zwar am einfachsten in der Bedienung sind, haben sie gleichzeitig ein hohes Risiko, da du selbst nicht die Kontrolle über die Private Keys hast. Not your key, not your coin. Hardware-Wallets hingegen sind zwar sehr sicher, jedoch musst du als Anwender schon wissen, was du da tust, da du sonst schnell selbst für den Verlust deiner Keys verantwortlich sein kannst. Fange definitiv erstmal klein an und lerne den Umgang mit dem jeweiligen Wallet besser kennen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen Überblick über die unterschiedlichen Varianten der Wallets geben und freue mich, dich in einem neuen Video erneut begrüßen zu können. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und bis bald.